Hallo. Nimmst du am Rennen teil oder schaust du nur zu? Ich habe mich noch nicht entschieden. Sprich mit dem Rennleiter, wenn du mitmachen willst. Du findest ihn da drüben auf dem Podium. Du reitest nicht übel, wenn auch nicht so gut wie Luke. Wie schade. Ich hätte gerne gesehen, wie jemand diesen aufgeblasenen Balk auf die Plätze verweist. Aha, okay, wir können nicht. Hallo. Hallo. Nimmst du am Rennen? Ich hab mich... Sprich... Du reitest... Okay, sie können wir ja nicht dazu bekommen. Sie können ihre Waffe nicht mit dazu beitragen. Nee, Pferderennen. Danach ist mir echt gerade nichts. Aber gut zu wissen. Haben wir sie gefunden. Schör dich weg! Bin ja schon dabei. So, dann würde ich mal sagen. Wo haben wir hier? Ja, von Ochsenfurt, da könnte man die eine Tochter vom Grafen mal bekommen, das wäre nicht so schlecht. Ansonsten vom Baron. Ansonsten können wir den roten Baron nochmal. Da müssen wir gleich nochmal hin. Wo war denn das Haus von ihr? Zum Speien nach diesem Belag in der Taverne. Ist so ziemlich hier. Ja, ich glaube, das war exakt das Haus, wo wir waren. Ja, das ist exakt das Haus, wo wir die das erste Mal getroffen haben. Die Rinnen Fackelmarschstadt. Auch schön. Novigrad. Krefeld, da wollen wir hin. Da brauchen wir erstmal einen Wegweiser. Du wirst ersticken. Da haben wir einen. Zu Krefels. Hier. Dann gucken wir nochmal beim Kaiser nach und dann lassen wir es auch gut sein. Dann gehen wir nach Skellige. Mit wem sollen wir dann noch fragen? Wen sollen wir noch um Unterstützung bitten? Einzelpersonen helfen uns da eigentlich nicht wirklich weiter. Wir müssen hier. Hey Jungs, ob wir mal losziehen?
Wir müssen Armeen dazu gewinnen. Und der Baron, der wird uns bestimmt helfen, wenn er zu Hause ist. Du da! Nur der Feldwebel. Hier ist nichts für dich. Und wo ist der Baron? Der Baron ist wohl nicht zu Hause. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. So wurde uns gesagt, dass der nicht zugegen ist. Bam, 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 bam. Dieser verfickte Kater. Na dann, ein Besuch noch beim Kaiser, der wird nicht sonderlich motiviert sein, uns Hilfe zu geben. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Aber ja. Könnte ja was werden. Ein Versuch wird es wert sein. Ja. Doch, Herr Händler. So sehen wir uns wieder, Meister. Zeig mal, was du anzubieten hast. Nicht so nicht viel. Schildklappen für Rennpferde. Ja, vielleicht nicht so verkehrt. Ich lass mal lieber. Bis dann. Sie sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Wundert's dich? Sie haben versucht, eine. So, dann. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Danke für die Zusammenfassung. Auf zum Kaiser. Können wir nicht sprinten oder was? Ach, wir haben was geklaut. Und die warten, die Tasche ist wieder zu voll. Wir sind zu schwer. Eigentlich nicht, aber gut. Sag ich, die bist gut. Sache. Na, was soll es? Es hin, es gewinnt. Wann Käse. Ach ja. Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sich befindet. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Ja, wir bräuchten die Unterstützung. Könntest du sie in Kaer Morhen verteidigen? Und deine Armee? Das bezweifle ich nicht, gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kaer Morhen liegt in der Wildnis, und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Vohis das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen.
Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Dachte ich mir. Bring mir Ciri. Das werde ich, wenn sie es möchte. Das wäre echt was wert gewesen, wenn wir die Armee des Kaisers mit dabei gehabt hätten. Das wäre im Kampf, in der Schlacht bestimmt nicht übel gewesen. Aber gut, wir haben Sultan. das ist unser erfüllt jetzt bisher diese Quest. Ich glaube, machen wir es mit anderen Questen und gehen nach Skellige. Vielleicht finden wir dort noch welche. Ein paar Unterstützer. Nente mire detre. Nimmst noch eine Quest. Was soll es? Auf nach Skellige. Warte, ich will erstmal die Quest aktivieren. Die Quest war. Hier, die nach Skellige. Tja, die neuen Quests sind irgendwie mystisch. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig, doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Eine kleine Auffrischung. So, nun. Mit Freunden und Unterstützung. Ah ja, hier. Jetzt wird sich auf Skellige wird es aktiviert. Das sind die Freunde also. Warum denn so was? Was bedeutet es hier? Das ist ein Boot. Ach, wir sollen uns auf ein Boot begeben. Diese Heringe stinken vielleicht. Das ist wahrscheinlich die Quest. Also, warum bist du dann Fischer? Yep, das sind drei Boote. Ja, die Freunde werden wir hoffentlich noch finden. Ist irgendwie so gekommen. Zur Nebelinsel. Ich habe den Bootsführerschein noch nicht fertig geschafft. Das ist ein Hafen. Wo ist die Nebelinsel? Scheinbar hier.
würde jetzt eine lange Bootsfahrt machen, aber. Yay, Stufe 21. Dann könnten wir mal eben. Dann könnten wir bei Charakter mal eben was machen. Aha, jetzt doch noch ein Punkt. Marionette wäre schon ein tolles Ding. Könnten wir mal machen. Okay, dann gebe ich die Punkte erstmal hierfür aus. Ich muss kämpfen können. In der Schlacht. Scheint hier die Nebelinsel zu sein, oder? Aha. Boot und Schaden. Aha. Aber ist das hier nicht die Nebelinsel? Ich bin verwirrt. Die Nebelinsel. Ja. Müssen wir wohin fahren mit dem Boot? Na dann. Kleines Leck hat das Schiff schon. Das Boot. Dann fahren wir einfach mal hier lang. Dies ist doch die Nebelinsel, oder nicht? Ich habe die ganze Zeit Angst, dass jemand mit irgendwas die Schlacht schon triggere. Und dann halt. Und wir dann nur 5 Mann sind und dann in der Schlacht. Einfach tierisch verkacken. Aber ich meine, was hätte ich noch tun sollen? Wir hätten den Kaiser noch gewinnen können, aber den haben wir. Der wollte wohl nicht.
blutige Baron war nicht da. Wen haben wir? Einen Zwerg. Ist doch schon mal was wert. Wir haben einen Sultan. Ah ja. Ach du Scheiße. Na toll. Angreifende Sirenen. Ich sehe schon, wir müssen dann irgendwann zur Insel schwimmen. Ich weiß, der Pfeil zeigt nach unten, aber wir sehen quasi einmal um die Insel rum. Sind schon dran vorbeigefahren. Bitte wenden. Nochmal bei den Sirenen rein. Wir sollten schon mal irgendwie auf den Pfeil achten. Wir fliegen nicht verkehrt. Tachchen. Ich fahre mal einfach vorbei. Ich muss hier nur längs. Achtung, speichere jetzt dein Spiel. Näherst dich einem zentralen Punkt der Spielgeschichte und solltest deinen Spielstand jetzt manuell speichern. Fingerknabber. okay. Bitte einmal speichern. Das sollten wir unbedingt machen. Kannst das Spiel jetzt nicht speichern? Wie bitte was? Du sitzt jetzt einen zentralen Speicherpunkt, also du solltest jetzt dringend speichern. Kannst das Spiel jetzt nicht speichern? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Okay, Spiel gespeichert. Ah, ja, sehr gut. Haben wir gespeichert. Nein, 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 nein. Jetzt können wir. Ich würde aber jetzt gerne. Hier fahren wir noch eine kleine Ehrenrunde. Oder wenden wir den Schiffswachs. Ich habe gespeichert, wir können. Ich werde es wahrscheinlich bitter bereuen.
Nach der Reise zur Nebelinsel sind einige Nebenquests nicht mehr verfügbar. Folgende Charakterstufe mindestens 22. Okay. Ich denke, wir sollten jetzt noch Nebenquests machen. Das wäre jetzt das Klügste, aber... jetzt begeben wir uns wahrscheinlich ins Finale oder so. Das wird jetzt... Ich werde es bitter bereuen, aber... Kreuzzeichen. Auf geht's. Quest gescheitert, Waffenbrief für das Geringe. Ja. Hier hätten wir wahrscheinlich noch Wachen machen müssen, um die Mitglieder zu kriegen. Ich spiele das jetzt wahrscheinlich auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe durch. Mit 5 Leuten im Endkampf. Hätte jetzt wahrscheinlich noch Waffenbrüder. Nur wie gerade hätte ich wahrscheinlich jetzt noch Freunde gekriegt. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissenschaftler. Wird schon schief gehen. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Was kann schon schief gehen? 5-6 Leute gegen eine ganze Armee. Ich werde dran scheitern, wie an der Bestie in Teil 1 von The Witcher Enhanced Edition. Aber was soll es? Folge dem Glühwürmchen. Bisher habe ich mich einigermaßen gut geschlagen hier in The Witcher. Wir werden sehen. Oh, Kacke. Schnell weg hier. Die Würmchen ist hier ein bisschen, naja. Ist ein bisschen eleganter als ich. Mit dem Boot. Ich hoffe, wir überleben das. Ah, das ist gut. Das ist das Spiel jetzt aufgegangen. Und ist abgestürzt. Ah, praktisch. Das ist nicht gut. Also fangen wir das Let's Play jetzt wieder von vorne an. Willkommen zu The Witcher 3. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Was war das gerade eben? Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als Elf. Was ist gerade passiert? Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen hat. Mal schauen, wo wir gerade sind. Und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Wo wir jetzt gelandet sind. Okay, folge dem Glühwürmchen. Das war ja gerade irgendwie
Ein seltsamer Bug. Thank you.